Stay where you are. What are you doing? Get the girl! Get off! Scheiße, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Okay, wir waren Gott sei Dank schnell genug. Wo, 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 wo seid ihr? Okay, 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 okay. Elizabeth! Verfolge Elizabeth. Verdammt nochmal, wo ist sie? Wie konnte die sich hier so schnell durchdrücken? Was soll das denn für ein Spaß? Was ist hier los? Dammit. Okay, ich will diese Schrotflinte eigentlich haben, aber eigentlich mag ich auch mein Maschinengewehr. Ich glaube, ich behalte mein Maschinengewehr. Hier ist wieder so ein Vox von. Okay, also das war geplant, dass die uns da anspricht. Von wegen, hey, ich bin Esther, lange nicht mehr gesehen. Die wollte nur testen, dass es wirklich das ist, worauf sie hochgezüchtet wurden, fast schon. Nämlich, dass wir kommen und sie hier wegbringen wollen. Und dann greifen sie uns an und bezahlen mit ihrem Leben, wenn es sein muss. Ja, sie haben alle mit ihrem Leben bezahlt. Verdammter Mist. Das ist alles nicht gut. Ja, wo ist sie denn? Schockjockey. Great. Okay, ich glaube, ich gehe erstmal hier rein. Hier war nämlich auch wieder so ein Flaschentrank gestanden an diesem Counter. Ich habe ihn genau gesehen. Genau den. Schwupps. Ich glaube, wir nehmen mal wieder unsere Lebensenergie. Beim nächsten Mal können wir dann wieder Shit nehmen. Ich fühle mich sehr viel besser already. Okay, Elizabeth. Hier noch jemand? Hallo? Elizabeth! Es ist alles wieder gut. Ich habe sie besiegt. Oh Mann, das müsste jetzt aber nicht sein, dass ich das Ding mit rauche. Okay, Munition, immer gut. Was haben wir hier? Oh, ein Voxophon. Gut versteckt, gut versteckt. Okay. Sehr viel Geld. Comstocks. As the months and years turn to memories, so did the men of Congress turn to righteousness. And through the technology of men, the dollars of Washington, the Lord worked his will upon Columbia and raised her high above the Sodom below. Okay, jede Menge Propagandagequatsche von Comstock auf jeden Fall. Oh shit, hier stimmt doch was nicht. Da vorne ist sie. Oh, das ist meine Aussicht, oder? Das war ohne Witz. Oh, Schockjockey. Was soll das hier sein? Okay, wir können auf jeden Fall nichts damit anfangen. Scheint sowas wie eine Energiezufuhr zu sein für irgendwas. Okay, beweg dich einmal nicht, Elizabeth. Get away from me. Hey, come back here. Was machst du denn? Okay, sie kann den Hebel nicht betätigen, das ist gut, sonst wäre sie jetzt abgehauen mit der dämlichen Gondel und wir wären nicht hinterhergekommen. Obwohl, vielleicht mit unserem Haken. Das hätte vielleicht nicht hingehauen. Elizabeth! Komm schon, ich will dir doch nichts Böses. Tja, die denkt jetzt natürlich auch, wir sind der Fall Shepherd, wir haben ja einen Haufen Leute erschossen hier für sie. Aber sie hat bloß gesehen, dass wir einen Haufen Leute erschossen haben. Okay, Elizabeth, ganz ruhig. Ganz ruhig. Komm schon, ich betätige den Hebel für dich, okay? Ich bin auf deiner Seite.
dead. You killed those people. Elizabeth. You're a monster. What did you think was going to happen? What? Do you understand the expense people went through to keep you locked up in that tower? You think people like that are just going to let you walk away? You are an investment, and you will not be safe until you are far away from here. What do they want from me? I don't know. One thing I've learned. If you don't draw first, you don't get to draw at all. You're bleeding. Come here. What happened back there? It's not the last of it, is it? I don't know. There. Okay. Konnten erstmal ihr Vertrauen wiedergewinnen, wenn auch mit einer sehr harten Ansprache. Okay, jetzt kann sie sich nicht nur Geld zuwerfen, sondern sie kann uns jetzt auch heilen. Kann uns Heilung zuwerfen. Sozusagen. Kann uns alles Mögliche zuwerfen, kann die uns. Immer schön in die Mülleimer gucken, Elizabeth. Das ist wichtig. Alles klar. Dann gehen wir mal hier rein. Battleship Bay verlassen. Keine einfache Angelegenheit mit dieser jungen Dame, liebe Freunde, aber wir wollen nur ihr Bestes. Soldiers Field Welcome Center. Unglaublich, Mann, mit einem Stechschritt. Okay, Elizabeth, bitte nicht zu weit weglaufen. Bitte nicht bewegen. Ich will mich hier umsehen, okay? Aber warte mal, hier ist sogar eine Tür für dich, die du mir aufmachen könntest. Ja, tu mal, ich habe eins gefunden. Lag direkt vor der Tür. Ihr seht, damit sie Türen knacken kann, müssen wir Lockpicks finden. Und dann natürlich uns aufteilen. Also wir müssen selber entscheiden, will ich mit dem Lockpick, das ich habe, jetzt die Tür aufmachen oder warte ich vielleicht auf was anderes? Man weiß natürlich nie so richtig, was dahinter ist. Man kann dann nochmal daneben greifen, aber generell lohnt es sich eigentlich immer irgendwie, solche Türen aufzuschließen. Also warum auch warten? Seht ihr hier zum Beispiel, das hat sich schon sehr gelohnt. Gleich mal das Schild länger machen. Sehr nice sogar. So, was ist hier? Ja. Danke. So kommen wir dann doch irgendwann. Ihr seht, wir sind in der Tausendergrenze angekommen. Demnächst können wir unser erstes Vigor upgraden. Und da seht ihr es, damals ein Safe. Ja, und hier gibt es jetzt auch schon eine neue Waffe. Ich glaube aber, das ist sowas wie ein Einschussgewehr. Eher so ein Scout Rifle. Das will ich jetzt nicht unbedingt. Ein Voxophone. Fitzroy Daisy. Daisy Comstock House was simple. Hard work, sure. But simple. Wringing the linen, scrubbing the floors. Lady Comstock, she even had a kind word now and then. Almost enough to make me think I had a place in their world. God made foolish girls so he could have something to play with. Okay. Ihr seht, wir haben diesen Safe, dafür braucht man aber 5 Lockpicks noch. Wir haben nur 1. Dann können wir das erst von ihr aufknacken lassen. Also so kann man sich das Ganze dann ein bisschen vorstellen, dass man sich es einteilen muss. Ich würde sagen, ich tausche jetzt mal meine Pistole mit diesem Sturmgewehr aus. Hier mit diesem Gewehr. Oder was auch immer es sein soll. Weil das ist nämlich auch relativ stark. Ja. Hat zwar nur einen Einschussmodus. Also Burst sozusagen. Aber damit kommen wir klar. Solange wir unser Sturmgewehr haben, kann es auch so schlimm gar nicht werden. Moment, Elizabeth, ich will mir hier noch ein bisschen umgucken. Nicht so schnell weglaufen. Sieh mal, was es hier alles gibt. Gut, alles klar. Was haben wir denn hier noch alles so? Ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier demnächst überrascht werden. Gehen wir mal auf die andere Seite, Elizabeth, komm mit. Elizabeth. Jetzt kommen gerade Erinnerungen an mir auf. Was war das für ein Spiel, wo ich ständig den Namen von diesem KI-Begleiter gesagt habe, wo sich der Stinker so aufgeregt hat? Was war das nochmal? Ach ja, in Skyrim damals, Lydia, ne? Das war der Favorite von Stinker, wenn ich permanent Lydia geschrien habe. So, was haben wir hier? Armor.
Magazinvergrößerung für unsere Pistole. Schadensboost für unser Sturmgewehr. Ja, für 236, wisst ihr was? Jetzt sind wir gerade hier. Das kaufen wir selbstverständlich. Schadensboost annehmen. So, für unsere Pistole machen wir mal jetzt nichts. Die haben wir gerade weggelegt. Danke. Sollten wir die Pistole nochmal in die Hand nehmen irgendwann, dann nehmen wir natürlich auch mal das Schadensupgrade für die Pistole. Oh. Soldiers Field, built in 1903 by the hand of our prophet. Interest is a prophet having a bunch of carnies and carousels. The place is themed to acquaint children with national service. You mean the military? Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Did you write that? No. Ja, ihr seht, es findet auch sowas wie eine Art, ja, Kindermiliz statt. Also Kinder werden schon von Anfang an erzogen, was sie mal zu tun haben, wenn sie erwachsen sind. Nämlich das, was jetzt hier zum Beispiel die Polizeikräfte tun, was wir die ganze Zeit erleben dürfen, hautnah. Ich meine, gut, für die ist das eine super Karriere, für uns bedeutet das viele, viele Probleme. Aber nun ja, mit den Kindern der jetzigen Zeit müssen wir uns ja nicht rumschlagen. Es gibt ja genug Ist dein Ernst? The gate shut up tight. Now how are we gonna get to the airship? Let me see if I can get that gate open by hand. Get that gate open by hand? Bring Elizabeth zur First Lady. Kann ich das Ding irgendwie... Okay, gibt's hier irgendwo einen Stromschalter? Moment, irgendwo muss doch hier... Was? Oh, genau. Setz sie erstmal hin. Ich schau mal, ob ich hier irgendwas machen kann. Hier muss doch irgendwo... Stromschalter sein, oder? Oder muss ich... Habe ich schon Vigo gefunden, was ich verpasst habe? Nee. Ah! Mensch, Kinder, da fällt mir was ein. By hand! Man kann ja auch mal was mit der Hand machen, oder? Allerdings... Ist ja ausgefallen, der Scheiß. Dann lieber richtige Energie aus Atomkraftwerken. Ist bloß hier im Himmel anscheinend ein bisschen schwieriger. Hi! Salzfill-up. Sehr gut. Welcome to Soldier's Field. Oh man, Soldier's Field. There it is. First lady. Looks like it's heading for the dock. That will take us to Paris. Just stay close. Yes, Mr. DeWitt. Call me Booker. Alright. Booker. Should we head to the gondola or take a look around the boardwalk? I suppose a place like this might have. Genau, wir schauen uns hier erstmal ein bisschen um. Wir gehen nicht direkt zur Gondel. Gucken wir doch mal, was es hier alles so gibt. Ist wahrscheinlich nicht so beruhigend für die ganzen Leute, dass wir unser Gewehr vor unserer Nase rumschwingeln, aber nun ja. Oh, der hat die Songbird-Puppen. Die Kinder fahren selbstverständlich drauf ab. Selbstverständlich fahren sie drauf ab. Ja, und das ist hier schon etwas größerer, ihr seht's, ein etwas größerer Bereich. Ja, wieder schwarze. Ah, Dollar Bill. Kann ich mal wieder Munition auffüllen. Oh, alles voll, sehr gut. Well-the-do-types, weil wir viel gekauft haben, oder was? Here's some cash. Geld nehme ich immer. Appreciate it. Und die findet auch echt nicht wenig, also das läppert sich mit der Zeit. Immer nutzen, wenn sie es einem anbietet. Ah, da ist wieder das... Do you know why you were hired to come and get me? I imagine they were interested in meeting you. No doubt for lockpicking lessons. Why you? I never even heard of this place before I got here. Huh. Ja. I assumed Columbia was common knowledge below. Guess I got a bit behind with current events. So kann man es auch sagen, ja, wir wussten natürlich nicht... Warum wir gerade der Auserwählte sind, wissen wir nach wie vor nicht. Wir machen einfach nur unseren Job. Wir sind ein Private Investigator. Wir haben keine andere Wahl, als hier mitzuziehen. Beziehungsweise wird es gutes Geld geben. Unser Auftraggeber wird uns was versprochen haben. In diesem Fall nämlich, dass wir unsere Schuld tilgen. Was auch immer unsere Schuld sein soll. Was haben wir hier alles? Ich sehe auf jeden Fall irgendwas blitzen hier oben. Ein Voxophone. Von Lutes. When I was a girl, I dreamt of standing in a room looking at a girl who was and was not myself, who stood looking at another girl who also was and was not myself. My mother took this for a nightmare. What are you, Mr. Doyle?
Some sort of... I'm a, independent contractor. Used to work for the Pinkertons and such. Not something you'd want gracing a resume. Pinkertons? Weren't they the ones they'd call in to settle things when the workers took to striking? Settle? Well, that's a word for it. Ihr habt's gehört, Lutes Monolog war da. Sie hat immer in ihrer Kindheit davon geträumt, sich selbst in einem Raum stehen zu sehen, wie sie gerade eine Person anguckt, die gleichzeitig sie selbst und nicht sie selbst ist, die wiederum eine Person anguckt, die gleichzeitig sie selbst und nicht sie selbst ist. Das klingt sehr kryptisch, aber denkt einfach mal ein bisschen drüber nach. Vielleicht fällt euch dabei ja was auf. Tja, ansonsten sind wir natürlich auch ein bisschen verschwiegen über unsere Vergangenheit gegenüber Elizabeth. Wir müssen sie auch nicht unnötig beunruhigen, dass wir in unserem Geschäft auch vielleicht hin und wieder mal ein bisschen was Böses... Ja, ganz ruhig. Lass doch die Frau mal das erste Mal in ihrem Leben in dem Spielzeugladen rumgucken. Schau dich in Ruhe um. Oh mein Gott, der Songbird. Mein Gott. Hey? Hey? Bestseller. Ich geb's dir gleich. Oh, guck mal. Schießeisenkopie stehlen. Wenn die Polizei daneben steht? Nee. Das lassen wir mal fein. Okay, sonst scheint es ja doch nichts zu geben. Die lassen sich auch nichts auf dem rumliegen. Außer vielleicht stehlen die Registrierkasse. Nee, wir wollen mal nichts stehlen. Wir wollen ja Elizabeth nicht unnötig in Gefahr bringen. So, wir schauen jetzt hier mal noch. Oh! What? Ist nichts Besonderes, guck mal. Da 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 da